Nicht erst seit Walt Disneys Zeichentrickfilm 101 Dalmatiner haben sich die charakteristisch gefleckten Vierbeiner in die Herzen vieler Hundefreunde vorgearbeitet. Auf dem Hundeplatz in Ebendorf war am vergangenen Wochenende groß was los. Zwischen Zelten und etwas angespannten Herrchen eine Vielzahl Dalmatiner, die sich dem unbestechlichen Auge des Rassesachverständigen stellen wollten. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Dalmatinerverein Deutschland. Der Dalmatinerverein Deutschland, den gibt es seit 25 Jahren und wir machen jedes Jahr hier in Ebendorf eine Ausstellung. Das hier ist unsere 9. Ausstellung in Ebendorf und in diesem Jahr, am 8.8., findet unsere 10. Ausstellung statt in Ebendorf. Es fällt auf, wie friedlich und leise das Ganze abläuft. Kein Gebell, keine Streitereien unter den Hunden. Außerhalb des Führings herrscht gelöste Stimmung. Was sind das für Leute, die ihr Herz für den weißen Hund mit den schwarzen Flecken entdecken? Es ist eine Mischung aus Menschen, die einen Begleithund haben möchten, die einen Familienhund haben möchten, die sich sportlich betätigen möchten und dabei aber diese sanftmütigen, freundlichen Hunde an ihrer Seite haben möchten. Und da haben Sie alle Eigenschaften des Dalmatiners schon beschrieben, ja? Genau so ist es. Es gibt Ausnahmen, aber die meisten Dalmatiner, auch von den Züchtern so gefordert, sind freundliche Familienhunde. Und davon überzeugt sich mit anerkanntem Sachverstand der Richter. In diesem Fall, der Dalmatiner-Rassestandard ist international gleich, kommt Jan Koppens aus den Niederlanden, um in Ebendorf sein Urteil über die vorgestellten Hunde abzugeben. Frühe Darstellungen in Gemälden belegen Dalmatiner schon Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Rasse stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum und schon 1890 wurden in England die bis heute geltenden Rassestandards festgelegt. Da achtet man auf einen gesunden Hund, einen funktionelleren Hund, der gut in der Bewegung ist, also der nicht so viel Körpergewicht hat, also in optimaler Kondition ist, denn ein dicker Hund ist ein toter Hund, das wissen wir alle. Ja, das ist eine Rasse, die sich unterscheidet durch andere Rassen, durch seine Farbe. Der kann schwarz-weiß oder braun-weiß sein, aber dann hat der Hund auch Fleckung. Und die Fleckung soll gleichmäßig verteilt sein, nicht so weit, so viel ineinander aufgehen. Also das sollen Punkte sein, die locker sind. Der soll mühelos gehen, mit raumgreifenden Schritten und sauber gehen, ohne müde zu werden. Also dafür braucht er auch einen geräumigen Körper mit viel Raum für Herz und Lunge. Und ich achte natürlich darauf. Das ist eine Rasse, die eigentlich kilometerlang gehen soll, ohne müde zu werden, bei jedem Wetter. Insgesamt hatten die verschiedenen Züchter 72 Hunde zur Bewertung vorgestellt. Das dauerte in den unterschiedlichen Klassen fast den ganzen Tag. Aber Hundezüchter sind kommunikativ und ein Tag unter Gleichgesinnten ist auch immer ein Gewinn für alle Beteiligten. Wenn Sie sich selber einmal von den Dalmatinern verzaubern lassen wollen, am 8. August kommen Sie wieder nach Ebendorf. Und Sie können ja schon mal anfangen zu sparen, denn für einen guten Hund müssen Sie mindestens 1.000 Euro einplanen.